Aber das sieht echt cool aus. Auch hier mit diesen Glühwürmchen und den... Ja, ich sag jetzt mal, das sieht ja aus wie so Stalaktiten hier alles. Let's start again. Moin, ihr Zabiaster und Zabiasterinnen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von No Man's Sky. Und hier war irgendwie so ein Fragezeichen oder so in der letzten Folge, wo ich dann, nachdem ich die beendet hatte, gedacht habe, okay, landest du mal hier zwischen. Und jetzt habe ich es irgendwie voll aus den Augen verloren. Ach, da hinten ist es. Ich muss ein bisschen zurückfliegen wieder. Das sieht wieder aus, als wenn da wieder so ein Obelisk ist. Mal ganz kurz ein bisschen drehen. So. Und dann lande ich direkt hier wieder. Der war direkt hier irgendwie rechts oder so. Müssen wir ganz kurz mal schauen. Da. Da oben ist es. Dann laufen wir da jetzt mal hin. Ich hoffe, dass ich da so hinkomme. Nee, so wie es aussieht nicht. Da muss ich wirklich mit dem Raumschiff noch mal ein bisschen fliegen. Gar nicht so leicht die Ecke hier jetzt. Ich hoffe, dass ich noch genug für die Schubdüsen habe. Nicht genug Treibstoff in den Schubdüsen. Ja gut. Zum Glück bin ich ja hier in so einem Höhlengebiet. Das heißt, hier werde ich wahrscheinlich auch Plutonium relativ schnell finden können. Ja, oder auch nicht. Ja, ich muss mal ein bisschen jetzt was hier auffüllen. Das sieht gerade bei mir nicht so gut aus. So, nehmen wir Energiekanister. Dann packen wir das Platin erstmal ins andere... Hier oben ins Raumschiff. Ja. Und das Amulett, die können auch rüber. Okay, und dann gucke ich mal, dass ich jetzt mal hier ein bisschen Plutonium gleich gesammelt bekomme noch. Also ich glaube, hier lang kann ich da hoch. Und da geht es in eine Höhle rein und da wird wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, Plutonium drin sein. Muss ich da hochfliegen? Nee. Da komme ich doch bestimmt hoch. Schön. Ja, sehr schön. Tamium. Komm, das nehmen wir auch mal mit. Hier. Und das ist wieder so ein Obelisk, wie ich sagte. Gut, dann lernen wir wahrscheinlich wieder ein neues Wort. Das ist natürlich auch gut. Das brauchen wir ja. Ich höre die fernen Stimmen der Korvax-Entitäten, die hier einst beteten. Mit ihrem Flüstern leuchten auf dem Monument in meiner eigenen Sprache geschriebene Worte schwach auf. Die Echos wollen gehört werden. O je, vor den dunklen Zeiten verehrten die Entitäten der Korvax die Wächter. Durch sie fanden die Korvagens die Formel der Erleuchtung. Jetzt berechnen wir unseren eigenen Weg und versuchen, den gemeinsamen Verstand zu erweitern, um ein Verständnis des Atlas zu erreichen. Um Hilfe bei der Sprache bitten. Das Wort für unmöglich gelernt. Boah. Mittlerweile kenne ich schon einige Wörter. Ich brauche Plutonium. Plutonium ist jetzt ganz wichtig. Sonst kann ich nicht mehr fliegen. Oh, hier haben wir Emeril. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ist ja viel wert. Boah, hier ist aber ordentlich Emeril, ne? Das sollte ich auch immer schön im Raumschiff einlagern, denn das Raumschiff kann ein bisschen höher stacken als ich. Aber Plutonium wäre noch schön. Ich brauche Plutonium. Ha? Bis jetzt ist hier aber leider kein Plutonium, was ich gefunden habe. Schade eigentlich. Das sind so komische Dinge. Ich setze mal den Scanner ein, weil mit dem kann ich ja auch wieder Sachen aufdecken. Oh ja, hier haben wir irgendwie eine Kiste oder so, wenn ich das richtig sehe. Hier ist ein richtig großer Plutonium. Oh. Wechseln. So, und los geht's hier, Freund. Da hast du dich mit dem Falschen angelegt.
Oh, da hinten kommt wieder einer. Getroffen? Ja. Nee. Lebt ja noch immer. So, jetzt ist er tot. So. Das müssen wir erstmal ein bisschen umräumen. Ich kann ja eh mein Multiwerkzeug mal aufladen. Das braucht eh wieder ein bisschen Power. Da hauen wir dann jetzt ein bisschen Kohlenstoff rein. Und hiervon, okay. Dann haben wir leider jetzt nicht mehr so viel Platz. Das kann ich vielleicht rüberpacken. Dann muss ich hier nur was wegschmeißen. Ich würde sagen, ich schmeiß mal das Iridium weg, weil das brauche ich im Moment eh nicht. So, und dann packen wir jetzt das Emeril rüber. Ja. Und Eisen habe ich auch genug. Ich muss jetzt nur gucken, in welche Richtung. Ein Raumschiff ist denn der? Ich glaube, von hier bin ich ja auch gekommen, ne? Müssen nämlich jetzt wieder zurück zum Raumschiff. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Aber ich glaube, hier war ja eh nur dieser eine Tunnel, durch den ich gehen musste. Leider kein Plutonium hier in diesen ganzen Gegenden. Das ist ein bisschen schade. Aber das sieht echt cool aus. Auch hier mit diesen Glühwürmchen und den... Ja, ich sag jetzt mal, das sieht ja aus wie so Stalaktiten hier alles. Oh, da oben ist sogar einer aus Eisen. Ist schon echt geil gemacht, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr schick. Und ich bin echt auf die zukünftigen Updates, die ja noch kommen sollen, gespannt. Wie sich das Spiel dann noch so entwickeln wird. Da bin ich echt mega, mega gespannt drauf und hoffe, dass da echt richtig coole Sachen noch kommen werden. Hier komme ich leider nirgends richtig hoch zum Raumschiff. Das ist gerade ein ganz großes Problem für mich. Den Scan auch immer wieder einsetzen, weil damit kann man echt sau viele Dinge halt auch einfach entdecken. Ach, da hinten komme ich hoch. Ja, da oben haben wir wieder Plutonium noch. Hm? Ich mach nichts. Hier haben wir noch irgendwas. Kann ich das einsammeln? Ja, mit E. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder ins Raumschiff. Dann werden wir das jetzt voll tanken. Ah, zack. Wo haben wir die Schubdüse? Da. Startschubdüse. Ja, jetzt haben wir mehr als genug Plutonium. Und los geht's. Und ich glaube, hier war doch direkt ein Fragezeichen irgendwo. Ja, da. Unter mir. Das ist das Doofe, dass man das nicht so sieht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich hier richtig lande. Da, ja, da ist es. Sehr schön. Oh, nice. Da brauchen wir auch wieder einen Überbrückungschip. Damit können wir dann einen Unterschlupf wieder freilegen auch. Diesmal tue ich zuerst das Ding hier erstmal quasi aktivieren. Und dann bin ich mal gespannt, ob der mir jetzt das Ding hier wieder als Unterschlupf anzeigt. Hm? Okay. Wellenlänge für Unterschlupfmarkierung aufspüren online. Ah, okay. Ja, komm, dann machen wir mal Unterschlupf hier. Nach Unterschlupf suchen. Ja, er hat sogar einen gefunden. Sehr schön. Ziel erreicht. Er hat mir den wieder angezeigt hier. Warum zeigt er mir denn den Unterschlupf, wo ich schon bin, immer an? Vielleicht mache ich ja auch was verkehrt.
So, hier kriegen wir auf jeden Fall nochmal eine Technologie. Kampfverstärker Tau, okay. Oh, erhöht den Laserschaden. Hier kann ich sogar das machen. Geil. Muss mal ganz kurz gucken. Sigma. Hatte ich hier nicht... Hä? Wo habe ich denn hier diese Tau-Sachen? Ach, ich kann da durchklicken noch so. Hm. Das ist alles Sigma, ne? Vielleicht kann ich in diese Sache gar kein Tau reintun. Wollte mal ganz kurz gucken. Es gibt hier auch noch Breitschussadapter. Es gibt hier so verschiedenste Dinge. Der Bergbaustrahllaser wird verstärkt, um die Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Okay. Ach, hier ist Kampfverstärker Tau. Ist das schon drinne? Ja, ich hab's schon drinne. Oh, okay. Strahlenintensität. Blitzwerfer. Den muss ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen aufladen, ne? Dann nehme ich mal, ja. Tamium. Ah ja, das ist der Schuss. Okay, sehr schön. Den kann ich einfach ganz leicht aufladen. Finde ich schon mal gut. Ah, ich könnte jetzt nochmal einen Überbrückungschip einfach machen, glaube ich. Moment, packen wir mal rüber. So, dann machen wir einfach mal... Machen wir hier mal zwei Überbrückungschips. Ja, ich kann mir jetzt einfach was anderes anzeigen lassen, wenn er mir keinen Unterschlupf richtig anzeigt. Oder kann ich nochmal hier sagen Unterschlupf und er sucht mir jetzt einen anderen. Einfach mal ausprobieren. Kosten ja sowieso nichts, die Überbrückungschips. Der zeigt doch da hinten, ja, Absprungkapsel. Ja, da ist eine. Oh, nice. Da müssen wir nämlich hin. Dann fliege ich da mal hin. Ich hoffe, das ist nicht die, wo ich schon war. Das wäre ein bisschen doof, wenn er mir die Sachen anzeigt, wo ich ja schon gewesen bin. Dann kann ich das quasi, glaube ich, so lange machen, bis der mir das Raumschiff anzeigt, oder? Müsste eigentlich gehen. So, dann fliegen wir da mal in die Richtung. Yep. Da lang. Oh, nein. Hier lang. Oh. Nee, das ist aber nicht die, wo ich schon mal war. Ich glaube nicht. Oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir landen mal hier. Nee, das ist die nicht. Nie im Leben. Hier war ich noch nicht. Ich muss aber noch mal ein Stück vorfliegen. Ist aber nicht schlimm. Da unten ist richtig, richtig viel Plutonium, falls ihr es schon gesehen habt. Oder? Doch, das ist, glaube ich, die, wo ich schon war. Ah, nein, okay, hier war ich noch nicht. Du Drecksack. Aua. Kommen wir direkt mehrere von euch, ne? Ihr Schweine. Hä? Kannst ruhig weglaufen. Ich töte dich trotzdem dafür, dass du mir jetzt gerade Schaden gemacht hast. Gut, dann holen wir uns jetzt erstmal noch die Anzugerweiterung. Ne, hier war ich noch nicht. Und jetzt kann ich nämlich wieder einen Slot mehr machen. Sehr schön. Und der kostet schon 20.000. Ist aber nicht das Problem. Wir haben ja genügend Kohle erstmal noch. So, dann können wir jetzt erstmal ordentlich Plutonium sammeln. Plutonium wird ja auch gut gebraucht. Dann nehme ich aus dem Raumschiff mal eine Sache rüber und packe das Plutonium nämlich da rein. Wird das nämlich auch gesteckt. So, wie viel habe ich denn jetzt hier? Okay, da kann ich ja nochmal Kohlenstoff arbeiten. Sehr schön. Okay, und dann nehmen wir den ganzen Krempel hier wieder mit. Ja, sehr geil. Da haben wir jetzt schon einige Plätze von unserem... Von unserem Anzug haben wir jetzt einige Dinge schon mal... Erweitert. Oh Gott. Oh, das sind aber, glaube ich, einige jetzt. Boah, warum machen die denn jetzt so einen Schaden, ey? Hoi, ei, 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 ei.
Ah, ich mache euch kaputt hier, bevor ihr mir was antut. Oh Gott. Jetzt muss ich ganz schnell zu meinem Raumschiff. Oh ja. Und abhauen. Lasst mich bloß in Ruhe, ihr Drecksäcke. Ich hab dich schon wieder böse gemacht. Ich muss ein bisschen aufpassen. So, sehr schön. Okay. Wir haben auf jeden Fall unseren Anzug nochmal erweitert. Da unten sehe ich eine Basis. Bei der war ich wahrscheinlich auch noch nicht. Dann werden wir mal eben landen. Vielleicht gibt es ja was Interessantes. Und da hinten ist auch nochmal ein Ausrufzeichen. Ja, Kevin, alles klar. Ein Fragezeichen. Ja, so wie das aussieht, war ich hier noch nicht. Ah, wir gehen mal hier. Ja, hier bin ich noch nicht gewesen. Gehen wir jetzt erstmal hier hinten hin. Oh, da haben wir nochmal so einen Helm gefunden. Ganz kurz gucken, ob ich irgendwas rüberpacken kann noch. Ja, Plutonium. Das brauche ich nicht. Und das hier können wir wegschmeißen. Das brauchen wir auch nicht. Dann tun wir hier erstmal speichern. Und ich muss auf jeden Fall mich ein bisschen healen. Ich habe, glaube ich, nicht mehr viel Leben. Ja. Nichts gefunden. Plutonium. Okay, das können wir immer wieder schön rüberpacken. Oh, hallo. Sei gegrüßt. Erstmal erste Hilfe hier, Gesundheit wieder auf Maximum, sehr schön. Hier lernen wir nochmal ein Wort. Bei dem gucke ich jetzt gleich mal, ob ich meinen Würfel auch verbrauchen kann. Sehr schön, wieder ein Wort gelernt. Gerät, Schild auf Maximum, sehr gut. Hier haben wir nochmal eine neue Technologie. Kurzsalvenadapter, okay. Klingt interessant. Frachterwurf, da haben wir nichts bei. Schade. Dann spreche ich erstmal mit dem. Forschungsentität Banovko. Oder Banovko. Die Lebensform zeigt mir komplexe Kreaturforschungsdaten, um zu sehen, ob ich sie verstehe. Mein Blick wirkt wohl verständnislos, denn stattdessen projiziert die Lebensform drei holographische Bilder in meinem Helmvisier. Offenbar interessiert sie sich für meine Meinung zum Intellekt meiner eigenen Spezies. Mir werden eine dumpf dreinblickende Schnecke, ein höher entwickelter Händler mit Schnabel und ein Mitglied seines Volkes, hochintelligenter elektronisches Volkes, gezeigt. Denn stattdessen projiziert die Lebensform drei holographische Bilder in meinem Helmvisier. Offenbar interessiert sie sich für meine Meinung zum Intellekt meiner eigenen Spezies. Mir werden eine dumpf dreinblickende Schnecke, ein höher entwickelter Händler mit Schnabel und ein Mitglied seines eigenen hochintelligenten elektronischen Volkes gezeigt. Das Problem ist, ich verstehe den nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt genau machen soll. Ich mach das mal. Oh, Mist. Beim nächsten Mal sollte ich das vielleicht nicht beantworten. Dadurch, dass ich den nicht verstehe. Jetzt müssen wir mal gucken. Als ich beim Terminal stehe, führen winzige Drohnenoberflächenreinigungsarbeiten im makellosen Observatorium durch. Der ehemalige Aufseher war zweifellos ein Sauberkeitsfanatiker, aber weniger gewissenhaft, wenn es um das Überwachen eigener Kommunikation aus fernen Ecken des Weltraums ging. Ein Signal blinkt einladend auf dem Monitor. Wenn es mir gelingt, den richtigen Zugangscode einzugeben, könnte ich eine wertvolle Entdeckung machen. 4, 4, 4, ja, dann müssen wir das mit der 4 an erster Stelle nehmen. Und wir haben schon wieder eine Ruine, wo wir hinfliegen können. Sehr geil. Ja, da hinten ist die. Da fliegen wir gleich hin. Ich rede nochmal mit dem, nur mal zu sehen,
ob ich dem mit dem irgendwas noch machen kann. Reisender. Um neues Wort bitten. Ah, ich habe das Wort für Intelligenz gelernt. Sehr schön. Vielleicht kann ich dem den Würfel geben. Mal gucken. Okay, nee. Ah, hier haben wir eh nochmal gratis Kohlenstoff. Den nehmen wir mit. Okay, ich glaube, das war's. Hier gibt es jetzt nichts mehr großartig für mich noch zu entdecken. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu den Ruinen. Mein Raumschiff habe ich ja irgendwo da hinten geparkt. Ja, da. Dann fliegen wir nämlich jetzt schnell zu der Ruine. Und da lernen wir wieder ein paar neue Worte. Oh, habe ich die überhaupt schon entdeckt? Ja. Und da sieht man nämlich einfach, wie wichtig diese Worte zu lernen sind. Damit man die überhaupt versteht und alles. Deswegen weiß ich auch nicht, wie die Leute auf die Idee kommen, dass man in diesem Spiel einfach nichts zu tun hat. Ich würde ganz gerne, ja, diese Alien-Rassen auch verstehen. Und deswegen muss ich halt auch diese Worte erstmal lernen. Und damit hat man ja schon mehr als genug zu tun. Oh, da ist nochmal eine Basis. Oh, sogar mit einem, mit so einem Strahl. Dann landen wir mal eben hier. Ja, wenn er das macht. Wie landet der denn jetzt? Ah, okay. Sehr schön. Ah, das sieht ja gar nicht mal so schlecht hier aus. Also die Ruine sollten wir ja eh dauerhaft sehen. Tun wir hier erstmal speichern. Ah, sehr schön. Und da haben wir auch noch mal unseren Punkt, wo wir jetzt einen Chip einsetzen können. Ich habe ja noch einen. Genau. So, dann würde ich sagen, suchen wir nochmal nach einem Unterschlupf, ne? Absprungkapsel, da hinten ist wieder eine. Ich glaube, da mache ich mich lieber erstmal auf den Weg zu der Absprungkapsel, bevor ich gleich zu der Ruine gehe. Weil dann habe ich ja nochmal ein bisschen mehr Platz im Inventar, ne, wenn ich das mache. Schon ein bisschen interessanter für mich. Fliegen wir da gleich hin. Oh, hier gibt es auf jeden Fall eine Technologie noch. Strahlenintensivierer Tau. Okay, sehr geil. Gucken, ob ich hier noch in dieses große Ding reinkomme. Muss es doch bestimmt irgendwo einen Eingang geben. Hier. Oh, und da haben wir schon wieder einen. Hallo. Ah, erstmal hier leben. So, dann holen wir uns die Technologie. Nachlade, Beschleuniger, Tau. Okay, auch gut. Hier haben wir nochmal wieder ein neues Wort. Das Wort für Lebensform gelernt. Sehr schön. Schild auf Maximum. Hier kann ich auch wieder. Ich stehe bei dem Terminal und beobachte ein Signal von einem unbekannten Stern, das endlos auf dem Bildschirm abgespielt wird. Das Muster scheint klar, aber was soll ich eingeben? 7 an dritter Stelle. Das hier. Er hält keine Antwort. Kann das sein, weil ich schon eine Ruine am Laufen habe gerade? Oder kann das mal vorkommen? Ich weiß es nicht. Ich rede erstmal mit ihm hier. Chefwissenschaftler. Oh, okay. Ich habe eine elektronische Lebensform mitten bei der Arbeit unterbrochen. Forschende Maskenlichter blinken in meine Richtung und sie scannt mich von Kopf bis Fuß. Gleichzeitig überfliegen ihre Silikonfinger. Oh. Jetzt habe ich aus Versehen Rechtsklick wieder gemacht. Irgendwas ist jetzt passiert, weil jetzt einfach sowas kam. Gleichzeitig überfliegen ihre Silikonfinger auf ihrem Datentablet.
die Bilder der Pflanzen und Kreaturen dieses Planeten, bevor sie mein Bild hinzufügen. Das Leuchten in ihrem Gesicht wird schwächer. Möglicherweise lässt ihr Interesse an mir nach. Ich muss einen Weg finden, sie zu beeindrucken. Oh ja, nice. Neue Technologie, Phasenstrahler. Okay, sehr geil. Ansehen hat sich verbessert. Na, mal gucken, vielleicht hat er ja noch was. Um neues Wort bitten. Sehr schön. Schon wieder was gelernt. Das Wort für gewöhnlich. Um Geschenk bitten. Ein Korvax-Gehäuse. Ist das dieser Würfel? Nee, ne? Der heißt ja Würfel, glaube ich, oder? Mal kurz gucken. Ja. Korvax-Würfel. Ausrangieren. Okay. Naja, so ein Gehäuse habe ich leider nicht. Naja, egal, komm. Dann fliegen wir jetzt nochmal zu dieser Absprungkapsel da hinten, die ich jetzt noch entdeckt habe. Und danach können wir uns ja auf den Weg zu der Ruine machen. Also ihr seht, ne, man kann auf einem Planeten echt sau viel finden. Oh, Reisemeilenstein erreicht. 6 Aliens getroffen. Ja, wenn das mal nicht was ist. Gut, dann machen wir uns jetzt direkt auf den Weg dahin. Wo bist du? Da. Sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt nochmal unseren Anzug je nachdem verbessern. Ja, nochmal ein bisschen warten. So. Und landen. So, zack. Oh nee, das ist... Doch, da. Da ist sie. Die Kapsel. Dann gehen wir da mal rein und dann werden wir den Anzug nämlich direkt mal verbessern. Jetzt kostet das schon 30.000. Aber wir haben trotzdem wieder jetzt einen Platz mehr und das ist das halt einfach. Man muss gucken, dass man am Anfang den Anzug sehr viel verbessert, damit man diese ganzen Plätze auch hat, um die Sachen zu tragen, alle, die man findet. Und das ist zum Beispiel was, das wusste ich ja noch gar nicht. Und jetzt mittlerweile weiß ich aber, wie es funktioniert. Und ich denke, da werden wir bestimmt jetzt in den nächsten paar Folgen unseren Anzug erstmal sehr stark verbessern, damit wir einfach echt ultra viele Sachen auch mit uns tragen können. Denn das ist halt essentiell wichtig für dieses Spiel. Dass man auch viele Dinge mit sich tragen kann. Weil man findet ja auch viel, ne? Muss man ja wirklich mal sagen. So, zack. Dann fliegen wir mal zu der Ruine. Einen Scan einsetzen. Ja, aber gefunden haben wir jetzt hier noch nichts. Aber das ist schon echt krass, wenn man überlegt, wie viel man alleine auf einem Planeten machen kann. Und dann wie viele Planeten es im Spiel einfach gibt. Das ist schon echt heftig. Oh, das ist kein guter Landeplatz. Wie ist Plutonium? Können wir mal ins Raumschiff packen, das Plutonium noch. Oh, okay. Schiffsinventar ist auch schon wieder fast voll. Ja, ich muss mal gleich gucken, dass ich vielleicht in der nächsten Folge mal zu einer Raumstation oder so fliege und da echt ein bisschen was verscherbeln gehe noch. So übertrieben viele Sachen im Inventar. Absolut krass. Ja, hier ist die Ruine. Boah. Habe ich die schon entdeckt? Ja. Ich glaube, bei der war ich schon. Ja, das ist doch die eine von vorhin. Okay. Da hat er mir einfach die Nummer angezeigt. Deswegen hat das bestimmt auch nicht funktioniert. Weil ich schon an der Ruine war. Ja, gut. Dann müssen wir jetzt erstmal den Strahler wieder auftanken. Bei Startschubdüse, besser gesagt. So. Na, dann können wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwo... Ich hatte ja unterwegs noch Fragezeichen. Da ist sogar noch eins. Fliegen wir da mal hin.
Da war ich noch nicht. Also hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Dinge zu entdecken. Auf diesem Planeten. Oh, sogar eine etwas größere Basis. Dann würde ich sagen, wenn wir hier jetzt landen und an der Stelle auch erstmal Pause machen, Leute. Dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge von No Man's Sky wieder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja ein Däumchen nach oben da lassen und einen netten Kommentar. Und ja, wenn ihr Tipps habt, könnt ihr die natürlich immer wieder mir auch in die Kommentare schreiben für das Spiel, damit ich auch vorwärts komme und immer besser werde von Folge zu Folge. Und dann sehen wir uns auch, ja, wenn wir schon beim Stichwort Folge sind, in der nächsten Folge wieder. Ich speichere hier und bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.